Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Ausgabe im Oktober 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer. Guck an, da ist er wieder. Schön, dass du wieder da bist, Gerolf. Hast du mal wieder einrichten können? Habe ich einrichten können. Wer bist du? Christian Bollert ist mein Name, für alle, die es interessiert. Und ich freue mich sehr, dass es wieder soweit ist, hier einen Fahrradpodcast in die Welt zu schicken und dass du wieder zurückgekehrt bist in dieses kleine, muckelige Studio. Ja, ich kenne dich irgendwoher. Kannst du dich noch erinnern? Ja, kann ich. Ja, das ist Hallo, Christian. Ja. Wie geht's? Mir geht's gut. Erholt? Ja. Würde ich sagen, ja. Ja. Was hast du gemacht? was habe ich gemacht? Ich habe mich um verschiedene Dinge gekümmert in meinem Leben. Ja, das ist immer gut. Genau. Ja. Und du warst aber auch Fahrradfahren. Ich war auch ein bisschen Fahrradfahren, ja, genau. Und auch in Frankreich, habe ich gehört. Ja, war ich auch. Ich war auch in Frankreich. Wo warst du denn Fahrradfahren? Komm, jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ja, ich hatte eine große Idee, einen Plan. Also diese Auszeit gab es jetzt nicht wegen des Plans, aber das hat sich ganz gut ergänzt. Mhm. So. Die Idee war, nach Bilbao zu fahren. Also ins Baskenland. Und da war ich noch nie. Und irgendwie gibt es da so ein, zwei Aufhänger. An dieser Region, an diesem Thema und überhaupt nicht. Ich dachte, okay, das machst du jetzt mal und die Sterne stehen günstig, dass ich das jetzt mal machen kann. Meeresfrüchte in Bilbao. Zum Beispiel, ja. Mhm. Ja, und irgendwie, also ich finde es allein schon sprachmelodiös, also Bilbao ist schon ziemlich gut, finde ich. Also genau, das war das Ziel. Habe ich auch übrigens schon immer gedacht bei Athletic Bilbao. Da habe ich schon immer gedacht, wenn ich früher im Videotext die Fußballergebnisse gelesen habe, dachte ich immer, was für ein geiler Name, Athletic Bilbao. Ja. Und das hat nicht funktioniert, nach Bilbao zu fahren. Hat nicht geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Ich bin losgefahren, also ganz ursprünglich habe ich mal gedacht, ich fahre von Leipzig los, ich fahre bis Bilbao. Dann konnte ich das nicht machen, weil es gab andere wichtige Dinge zu tun. Da habe ich gedacht, okay, gut, fahre ich von Heidelberg nach Bilbao. Hat insofern geklappt, dass ich irgendwann endlich in Heidelberg losgekommen bin und so ein bisschen auf schon bekannten Straßen gefahren bin, so 2, 3, 4 Tage. Heidelberg, Vogesen, die wunderbare Abfahrt vom Grand Ballon d'Alsace, die ich wirklich nur allen empfehlen kann. Abends nach 7 kann ich inzwischen sagen, weil ich das... Gibt es da zwei Seiten auch? Wie? Vom Ballon d'Alsace? Wahrscheinlich nee, schon. Nee, da oben beginnt oder endet die Route de Crête. Nee, okay. Also diese Höhenstraße und dann gibt es dann diese eine Abfahrt runter nach Cernay. Okay. Und die ist richtig gut. Die hat ganz tolle Kurven verschiedener Radien. Und nach 7 machen oben am Grand Ballon machen die Hütten zu. Und diese kleinen Ausflugslokale und so. Und da ist aber wirklich niemand mehr unterwegs. Ich habe auch diesmal so irgendwie abends gegen 7:30, da hat 2 Autos getroffen auf der Abfahrt. Und die ist lang. Also die hat irgendwie über 1000 Höhenmeter und noch einen Zwischenanstieg. Also man macht da, darf da einige Höhenmeter vernichten und ich liebe das wirklich. Also wenn's eine deiner Lieblingsabfahrten. Genau. Vielleicht sogar die. Zählt dazu. Und dann rüber Jura, wunderbar. Da habe ich auch Sachen. Ah, da habe ich an dich gedacht. An mich? Ja, habe ich an der Einbäckerei. Zitronentart. Flan habe ich gekauft. Und das war aber auch, das hat sich so da gedacht, so, das ist jetzt so ein Christian Bollert-Moment. Wäre ich gern dabei gewesen. Ja. Bei der Abfahrt nicht unbedingt. Und dann ging es weiter und dann wurde es zu heiß. Also ich habe gemerkt, ich kann bei 35, 36 Grad Celsius, kann ich flach fahren. Das geht. Ja, ich kann durch so eine Seenlandschaft durch und dann, so, das kann ich so wegrollen. Aber dann kommen die Weinberge. Und dann wird's verdammt steil. Und dann kann ich mich da auch durchschleppen. Und Leute, die ich nach Wasser frage, die sagen, au secours, c'est dangereux, monsieur. Und wollen sie das jetzt hier wirklich machen? Und willst du nicht, hast du genug zu essen, hast du genug zu trinken? Du musst ständig tanken. Ja. Schwitzt wie ein Schwein. Kann ich mich erinnern. Ja. Habe ich selber im Juni so und dann in Südtirol, in den Weinbergen. Ja, und dann die sind auch steil. Die sind steil. Ja. Und dann wollte ich so schön durchs Massiv Central, weil das so der Bereich war, wo ich dachte so, ey, da war ich noch nicht, das kenne ich noch gar nicht so genau. Und dann hatte ich mir so eine Route gelegt, dann ging es wirklich quasi über so die
ich will immer Ridges sagen, wie man so auf Englisch sagt, ne? Also du querst dann so die Höhenzüge, die verlaufen nach von Norden nach Süden, und wenn du nach Westen willst, dann musst du da immer drüber. Und dann hatte ich so mehrere Tage vor mir, auch mit irgendwie deutlichen, steilen, langen Anstiegen, und ich habe dann einfach, ich bin umgedreht, weil es nicht ging, weil ich gemerkt habe, so, du, das sind jetzt hier auch 14% und so, und da hast du ein bisschen Gepäck dabei. Ja. Und dann habe ich mich... Finde ich eigentlich ganz klug. Also nicht eigentlich, finde ich klug. Ja, und ich habe dann auch Schatten gesucht. Mhm. So, also ich habe dann nicht gesagt, so, ich hau jetzt hier ab, sondern habe erstmal gesagt, ja, jetzt musst du erstmal hier, suchst dir was unterwegs. Und es ist aber einfach verdammt heiß. Es ist richtig heiß, es ist auch nachts heiß, es wird nicht mehr kühl. Dann überlegst du, dann schreiben dir Freunde, ja, fährst halt nachts, so, ja, gut. Oh, ja. Kannst du auch mal machen, aber wenn es eine Woche so heiß ist, es macht einfach keinen Spaß mehr. Es ist auch. Es dann, war ja auch schweineheiß, muss man es sagen. Es war richtig schweineheiß, und, ja, und es ist auch, also es macht auch keinen Spaß mehr, draußen zu schlafen, was du sonst mal irgendwie machen kannst, aber du schwitzt halt wie Sau, deine Klamotten und alles. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, Gerolf Meyer, du hast so viele tolle Fahrradurlaube erleben dürfen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ich müsste jetzt ganz doll angestrengt überlegen, wann mal etwas nicht geklappt hat. Vielleicht ist das noch nie vorgekommen. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch jetzt die bessere Übung, zu sagen, nee, das wird jetzt einfach nichts. Weil ich wäre dann nur noch meinem Plan hinterhergefahren, vor allen Dingen, also eine Woche Hitze bis 40 Grad Celsius, und danach waren es nur noch 20 und nach 10, und ich wollte durch die Pyrenäen, dachte so, das ist ja auch scheiße. Denkst du da irgendwie mit 5 Grad im Schlafsack, was soll ja, das? Ja. Und am Tag, als ich dann meine Rückfahrt, die echt gut geklappt hat, 7 Züge, 6 Umstiege, Fahrrad klassisch in Frischhaltefolie verpackt, hat alles funktioniert. Ich musste nirgendwo mein Ticket zeigen. Habe ich gedacht, das ist die bessere Übung. Und das kannst du später mal machen. Ohne, dass ich den Inhalt dieser Antrittfolge schon vorausgeahnt hätte, in der das ja auch eine Rolle spielt. Ja, aber, auch Heidelberg. Genau, dann bin ich nach Hause, und dann hatte ich mir unterwegs 1000 Sachen überlegt, die ich noch machen muss. Und dann habe ich die 1000 Sachen gemacht. Und dann habe ich noch einen anderen Urlaub gemacht von zu Hause. Und dann habe ich einfach von Haustür zu Haustür 1,5 Wochen und ganz viele Freunde besucht und Freundinnen, die an anderen Orten wohnen. Bis Prag bin ich gekommen und bis Waldsassen und so. Und das war gut. Klingt sehr, sehr gut. Ja, das ist die Kurzversion. Und deswegen, ja, nee, ich war, bin nicht, also Radfahren hat auch eine Rolle gespielt, aber ich musste auch andere Dinge machen. Und manchmal ist das aber auch so, ich meine, wen interessiert es, ob ich dieses Jahr nach Bilbao komme oder nächstes oder übernächstes? Ja. Nee, ich finde es wirklich, also ich finde ja, manchmal gehört fast mehr Mut dazu, dann zu sagen, ach komm, ich brech's jetzt nicht übers Knie, als dann noch durchzuziehen und zu sagen, ah nee, ich mach das jetzt, ich habe mir das jetzt vorgenommen, ja, ich habe mir das jetzt hier, finde ich wirklich gut. Geht dir natürlich durch den Kopf, ne, ich habe da, die wissen das, dort habe ich das dummerweise gesagt, konnte ich meine Klappe nicht halten, das. Und da denkst du natürlich schon so, naja, aber dann am Ende, es macht einfach keinen Spaß mehr. Ja, und wenn es keinen Spaß macht? Ja, ich fahre gern, wenn es heiß ist. Ja. Aber nicht, wenn ich nicht mehr am Berg hochkomme und es mir geht. Genau. Ja, kann ich total verstehen. Und das ist, das war toll. Und von Haustür zu Haustür loszufahren, ist auch, das ist super cool. Weil das hat nicht diesen irgendwie, also es ist so schön banal. Du musst nicht irgendwo hin, sozusagen. Ja, und dieses Ganze, und jetzt muss ich diesen Zug oder dieses andere Transportmittel oder das und das so. Das ist einfach, wie du jeden Tag aus dem Haus gehst du da raus, nimmst eigentlich auch, also ich nehme da nicht besonders viel mehr mit. 1,5 Wochen oder 2 Wochen später wieder da. Genau, fährst da ganz normal los, und dann kommst du irgendwie, nach der Zeit kommst du wieder zurück, als hättest du gerade irgendwie eine Milch geholt im Konsum. Aber die Blumen müssen mal gegossen werden. Ja, das ließ sich organisieren. So sieht's aus. Ja, das ist doch sehr gut. Ja. Finde ich gut. Ja. Ganz kurz noch. Ganz kurz. Hast du einen okayen Sommer gehabt? Ich hatte einen ziemlich okayen Sommer gehabt. Du konntest ja wahrscheinlich in der einen oder anderen Antrittausgabe auch das eine oder andere schon hören. Ich war im Baltikum 3 Wochen. Das war sehr, 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 sehr schön. Und ich war gerade noch mal ein paar Tage auf Langeoog, der berühmten ostfriesischen Insel mit den kleinen süßen Seehundbabys. Und da war es auch sehr, sehr schön. Dementsprechend, ich bin auch viel, oder naja, für meine Verhältnisse viel Fahrrad gefahren. Und sehr zufrieden mit dem Sommer bisher, wie er so bisher gelaufen ist. Und jetzt ist er auch, naja, sagen wir mal, wir kriegen ja ständig Nachschlag vom Sommer noch irgendwie, jetzt auch am Wochenende nochmal, aber
Jetzt ist ja wirklich langsam Herbst, ne? Also zumindest kalendarisch auch und so. Und dementsprechend, ich ziehe ein positives Fazit. Ich habe aber auch den ganzen Sommer, es gab ja zwischendrin mal diese 2-3 Wochen Dauerregen oder sehr, sehr viel Regen. Da habe ich aber auch nicht rumgejammert. Da habe ich schon gesagt, Leute, wartet mal ab. September ist meistens nochmal richtig geil, was passiert. Viel zu warm eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Also nee, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Sommer 2023. Und ich finde, damit sind wir auch schon mittendrin in der Ausgabe. Sind wir. Ich werde später in dieser Ausgabe vielleicht noch was sagen zu den tollen Ausgaben, die ich hören durfte, dieses Fahrradpodcast. Aber nicht jetzt, weil hier geht's ja nicht nur um uns und unsere Ernährungsgewohnheiten und was sonst noch dazu gehört, sondern wir sprechen hier zweimal im Monat über Fahrradthemen und damit geht's jetzt los. Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM. Wir klingeln auch in diesem Monat natürlich wieder bei Klötzer und zwar Sturm, denn wir müssen in dieser Ausgabe über einen Rückruf sprechen, der in die Millionen gehen wird. Shimano, wie wir gelernt haben, ist die richtige Aussprache von Shimano, gesteht ein, dass einige Rennradkurbeln aus den letzten Jahren brechen können und zwar wirklich viele. Wir sprechen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin darüber, warum sie das tun, wie gefährlich das ist und was vom späten Rückruf Shimanos so zu halten ist. Und außerdem gehen wir wieder auf Ausfahrt des Monats. Diesmal geht es mit Nicole nach Frankreich auf die Langstreckenfahrt schlechthin. Nicole ist im August diesen Jahres Paris-Brest-Paris gefahren und darüber müssen wir natürlich sprechen. Machen wir auch. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Im September diesen Jahres sind verschiedene Dinge passiert. Ich habe erstens gelernt, dass man den Komponentenhersteller Shimano ausspricht. In diesem Podcast habe ich das gelernt als Hörer. Und Shimano hat auch gleich im September einen Rückruf für bestimmte Rennradkurbeln veröffentlicht. Zwischen dem 1. Juni 2012 und dem 30. Juni 2019 produzierte Kurbeln der Serien Dura, Ace und Ultegra können brechen. Und was genau mit diesen Kurbeln passieren kann, warum der Rückruf so spät veröffentlicht wird und was das sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für Shimano bedeutet, darüber sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Jens ist Technikchef bei der Tour und im Nebenberuf unser Technikfreund, worüber wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Und wir sagen deswegen hallo, herzlich willkommen hier im Studio. Hallo Jens. Ich freue mich auch mal wieder. Hallo. Jens, dann versuchen wir es mal ganz von vorne aufzudröseln. Warum gibt es denn jetzt diesen Rückruf? Den Rückruf gibt es, weil die Kurbeln, also die Antriebseinheit, wo man das Pedal anschraubt und ordentlich reintritt, versagen kann. Also die platzt auf, um genau zu sein. Also sie bricht nicht, sondern man muss dazu wissen, dass das eine Konstruktion ist, die aus zwei Halbschalen besteht, die miteinander verklebt sind. Und diese Klebeverbindung dazwischen, die löst sich und platzt dann auf. Die amerikanische Consumer Product Safety Commission spricht von 4.519 defekten Kurbeln in den USA und 6 Fällen, in denen diese defekte Verletzungen nach sich gezogen haben. Sind das alle Fälle oder vermutest du sowas wie eine Dunkelziffer? Ich vermute offen gesagt eine sehr hohe Dunkelziffer. Wir kennen dieses Problem schon seit Jahren. Wir hatten auch schon Leserzuschriften dazu, wo man das gesehen hat. Und es ist ein systematischer Fehler, würde ich das mal einordnen. Es gibt dazu auch schon so eine Art Bildersammlung im Internet, wo man dieses Problem schon deutlich als Serienproblem erkennen kann. Also es ist nicht ganz neu, darauf kommen wir später noch zurück. Aber ich würde trotzdem nochmal versuchen, einen Schritt zurückzugehen. Warum gehen die Dinger kaputt, die Kurbeln? Wie schon gesagt, die sind miteinander verklebt, zwei geschmiedete Halbschalen. Das macht die Kurbel sehr, sehr leicht und sehr, sehr steif. Das ist der große Vorteil und auch ein Grund, warum sie so gerne verbaut worden ist. Und diese Verklebung, also das ist so ein Epoxidharz, womit zwei Metallschalen verklebt werden, die löst sich. Und das kann im Grunde, oder meistens passiert es, indem sich irgendwo kleine Risse bilden und dann irgendwie Wasser und vor allen Dingen Salze eindringen. Also Salze, die das Metall zum Korrodieren bringen und damit diese Klebeschicht immer weiter auflösen. Erst Mikrorisse, dann wird es immer größer und irgendwann hält es den Belastungen nicht mehr stand und platzt auseinander.
Und warum hat man diese Form der Konstruktion gewählt? Ist ja eigentlich, naja, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Also man erwartet es nicht unbedingt. Man denkt so, okay, eine Shimano-Kurbel, die ist irgendwie geschmiedet oder so. Die ist aus Metall, offensichtlich. Nun ist die aber verklebt und das auch nur bei diesen zwei obersten Gruppen, Dura-Ace und Ultegra. Was ist der Grund dafür? Also der Grund dafür ist, dass man die, dafür, dass sie aus Metall ist, unfassbar leicht bauen kann. Also sie konkurriert mit Carbonkurbeln, die viel, viel aufwendiger zu fertigen sind, vor allen Dingen in großen Mengen. Und Shimano gelingt es dadurch, eine sehr hochwertige, also eine sehr leichte und eine sehr steife Kurbel in extrem hohen Mengen zu produzieren. Ne? Da ist es dann so eine Presse, die die schießt im Sekundentakt solche Halbschalen aus und die werden dann miteinander verklebt. Und dadurch hat man dünne Wandstärken und trotzdem ein ziemlich steifes Konstrukt. Ja, nun hast du ja schon gesagt, du kennst dieses Schadensbild auch schon. Und unter Thanks Shimano finden sich auf Instagram ja auch schon länger Beispiele dafür. In der Vergangenheit hat Shimano allerdings einen Konstruktionsfehler im Zusammenhang damit immer bestritten. Warum gibt es jetzt doch diesen Rückruf? Ist ja sowas wie ein Eingeständnis, oder? Das ist, naja, im Grunde ist es ja eine Pflicht, ne? Wenn diese amerikanische Organisation dazu aufruft, dann müssen sie das tun. Dass sie diesen Fehler zuerst bestritten haben, hat ein bisschen System. Das ist so eine typische Shimano-Politik, die ungern Fehler in ihrer Fertigung oder in ihrer Konstruktion zugeben. Wir kennen dazu auch noch andere Beispiele. Vor wenigen Jahren gab es mal ein massives Problem mit Shimano-Ketten, die auch unter Korrosion gerissen sind. Es betraf insbesondere Ultegra-Ketten dieser der L-Fach-Generation, die ja in großen Mengen ein vergleichbares Schadensbild aufgewiesen haben, dass diese Laschen außen eingerissen sind. Und auch das war ein Korrosionsproblem. Und auch da hat Shimano so stillschweigend Dinge ausgetauscht, aber keinen großen Rückruf gestartet. Das mag zum einen aus Kostengründen, weil das natürlich wahnsinnig viel Geld kostet, so viele Produkte vom Markt zu nehmen und umzutauschen. Ich glaube auch, dass es ein bisschen Mentalität ist der Japaner, dass sie ungern Fehler zugeben und es lieber versuchen, so stillschweigend zu lösen. Diese, ich sag mal, öffentlichen Rückrufe kenne ich persönlich tatsächlich eher so von der Autoindustrie. Also mir ist zum Beispiel diese Toyota ist mir noch in Erinnerung oder auch Mercedes. Ich glaube, die waren das mit den Fußmatten und so, also wo Millionen Leute betroffen sind. Das kenne ich ehrlicherweise bisher nicht aus der Fahrradbranche. Jetzt spricht diese von Gerolf auch schon angesprochene Consumer Product Safety Commission von 680.000 Kurbelsätzen in den USA, 80.000 noch in Kanada. Da könnte man ja vermuten, es gibt ja auch noch andere Weltregionen, Europa zum Beispiel, da kommt man schnell auf Millionen, oder? Da kommt man ganz sicher auf eine siebenstellige Anzahl. Also in Europa sind schätzungsweise bestimmt so viele Kurbeln verkauft worden wie in den USA. Und es gibt natürlich noch Asien und Australien. Also da kommen Millionen Kurbeln zusammen und Millionen Menschen, die davon betroffen sind, ja. Ja, da müssen wir jetzt präzisieren, das sind also die verkauften Einheiten, ne? Also nicht die mit den Schadensbildern. Diese offiziell hat man diese 4.519 defekten Kurbeln in den USA, aber es sind Millionen verkaufte Kurbelsätze und nun ist das ja auch schon alles eine ganze Weile her. Also die ersten sind älter als 11 Jahre. Du hast gesagt, bisher hat Shimano immer so eine Politik gefahren, dass man das so ein bisschen, naja, nicht unter den Teppich kehrt, aber stillschweigend umtauscht. Jetzt entscheidet man sich dazu, 11 Jahre alte Kurbeln teilweise noch auszutauschen. Da muss ja irgendwas passiert sein, dass man da umschwenkt. Ja, und ich vermute, dass es mit dem Aufruf der US-Kommission zusammenhängt, die einfach auch eine Pflicht ist, dem Produktsicherheitsgesetz Folge zu leisten. Und es sind schon Produkte, die schon lange im Markt sind tatsächlich. Ja, es betrifft 3 Generationen Dura-Ace und 2 Modellgenerationen Ultegra. Und damit sind irrsinnig viele Rennräder unterwegs. Die Ultegra ist eine der meistverkauften Gruppen überhaupt. Und Dura-Ace fährt, jeder Profi, der Shimano fährt, hat diese Kurbel dran. Stichwort Profi, ich fahre auch so ein Ding. Nein, jetzt ernsthaft, wie kriege ich denn raus? Ich habe auf jeden Fall eine Ultegra und wahrscheinlich auch so in den späten 10er Jahren gekauft. Ist die Chance ziemlich hoch, oder, dass ich auch so ein Ding habe?
Sie liegt wohl bei 100%, würde ich sagen. Also man, es gibt natürlich, also es gibt irgendwie so einen Fahrplan, wie man das rausfindet, und da sind Produktnummern hinterlegt und Produktionscodes, aber im Grunde betrifft es diese Generationen Dura-Ace und Ultegra, die zwischen 2012 und 2019 gebaut und verkauft worden sind. Ja, jetzt gibt es da so eine Übersicht, ne, dass man also eigentlich auch, obwohl es der Fachhändler tun soll, aber kriegt man vielleicht auch selber hin. Man soll also auf die Rückseite oder die Innenseite des Kurbelarms schauen. Da ist ein Produktcode hinterlegt und da gibt es zwei Buchstaben, die da drauf gedruckt sind. Und dann gibt es eine Liste und dann kann man abgleichen, ob diese Buchstaben auf der Kurbel stehen. Und die Liste finde ich bei Shimano. Ja, und die findest du auch inzwischen oder auf Shimano. Bei Shimano, genau. Und auf einigen Seiten, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen, wie wir das hier tun. Ich habe auch nachgeschaut. Ich habe auch so ein Modell. Was mache ich denn jetzt? Ich schaue da drauf, sehe, okay, ich habe diese Buchstabenfolge so. Was ist jetzt der nächste Schritt? Ja, offiziell ist der nächste Schritt zum Händler gehen, ja, zum Shimano Service Center. Das, die gibt es ja in dem engen Netz. Und die müssen jetzt überprüfen, ob diese Kurbel schon beschädigt ist oder nicht. Ja, da müssen wir gleich mal nachfragen. Zum Händler und oder zum Shimano Service Center. Ist jeder Händler ein Shimano Service Center? Das stimmt, nicht jeder Händler ist ein Shimano Service Center. Also mein erster Ansprechpartner wäre jetzt mal der, wo ich das Fahrrad gekauft habe. Ja, wenn ich das gar nicht mehr weiß, das Fahrrad ist vielleicht gebraucht. Das wäre nämlich meine Frage, den ja. Den Händler gibt's nicht mehr. Oder ich habe es online gekauft, Klassiker. Klassiker, genau. Dann hilft ein Shimano Service Center sicher weiter. Die müssen sich darum kümmern. Und die freuen sich dann darüber, wenn jetzt ab 1. Oktober geht's, glaube ich, los, oder müssen wir jetzt sagen, ging's los, wenn wir dran denken, wann das hier ausgesendet wird, diese Podcast-Folge. Die machen das mal so nebenbei. Die machen das so nebenbei, wenn Millionen Leute vor der Ladentür Schlange stehen und ihre Kurbeln inspizieren lassen wollen. Ja, nee, Spaß beiseite. Das ist ein Riesenhub natürlich. Ich bin auch gespannt, wie das abläuft und wie die Händler reagieren werden, die diese Sachen dann beurteilen sollen. Ich will jetzt nicht das irgendwie, naja, sagen wir mal, entschärfen, aber es könnte ja auch eine schlimmere Zeit sein. Also wenn es jetzt Anfang Mai wäre, könnte ich mir vorstellen, könnten Fahrradhändler noch schlechtere Laune haben. Das ist richtig, dann könnte sie noch schlechter sein, als sie jetzt eh schon ist. Ja, ja. Ja, ich habe gelesen, dass die Händler im Falle, dass die Kurbel betroffen ist. Ja, und dass sie, die Händler sollen wohl so eine erste Inspektion machen und sollen dann, wenn sie sagen, okay, da könnte ein Schaden vorliegen, sollen sie die einsenden. In dem Fall werden sie wohl, bekommen sie das vergütet mit einem festen Betrag von Shimano. Wenn das aber nicht so ist, bekommen sie wohl nichts. Weißt du da mehr darüber und meinst du, das ist irgendwas, wo der Händler sagt, na gut, ist ja auch irgendwie Umsatz für mich, oder ist es eher doch das große Ärgernis? Das lässt sich noch nicht so richtig beurteilen. Also ich weiß da auch nicht mehr darüber. Das ist erstmal das, was von Shimano offiziell als Statement da ist. Aber ja, da stellen sich natürlich wahnsinnig viele Fragen. Also ist der Händler in der Lage, jetzt vom optischen Anschein, mehr kann es ja nicht sein, die werden ja nicht alle irgendwie ein Röntgengerät zur Verfügung gestellt bekommen oder so, so vom optischen Anschein zu beurteilen, hat die Kurbel schon einen Schaden oder nicht, liegt dann die Verantwortung beim Händler, wenn doch was passiert? Solche Fragen stellen sich natürlich und da gibt's noch viele ungelöste Probleme. Ja, ich stelle mir auch so einige Fragen, weil ich tatsächlich das Fahrrad nicht hier gekauft habe, sondern woanders. Also gehe ich hier jetzt zu meinem Händler des Vertrauens und lasse es da machen, oder fahre ich jetzt woanders hin, wo ich damals das Rad gekauft habe und so. Also es ist ja wirklich nicht so easy peasy. Was ich mal noch fragen will ist, Gerolf hat es ja schon angesprochen, kann ja sein, der Fachhändler findet keinen Schaden. Ist ja trotzdem die Frage, fahre ich dann jetzt damit weiter oder nicht? Kann ich mir sicher sein, dass der Schaden nicht doch irgendwann noch auftritt? Was würdest du da sagen? Also sicher sein kannst du dir nicht, weil es ist natürlich ein Zeitproblem und es ist eine Frage, wo und wie viel das Fahrrad eingesetzt wird, in welchen Umweltbedingungen und so. An der Nordsee zum Beispiel. Zum Beispiel. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass das ein Schaden ist, der nicht irgendwie sofort beim ersten Reintreten auftritt, weil irgendeine Charge kaputt ist oder sowas, sondern dass das echt ein Zeitproblem ist. Und das ist eine der wichtigsten und der drängendsten Fragen, die sich mir stellt. Wenn jetzt der Händler am 1. Oktober sagt, boah, die ist in Ordnung, ich kann keinen Riss erkennen, wer kann beurteilen, ob nicht irgendwo schon ein kleiner Mikroriss da ist, der einfach mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist und sich dann irgendwie weiter fortsetzt, oder ob das irgendwann mal losgeht. Ja, die Kurbel kann an dem Fahrrad
was 5 Jahre ist, vielleicht erst 200 Kilometer gefahren sein, dann wird es weiterverkauft und der Nächste nutzt es als Pendelrad, Stadtrad, was auch immer und fährt richtig viel und richtig viel im Salzwasser und dann passiert es halt doch, obwohl die Kurbel schon mal inspiziert worden ist. Und das finde ich kritisch. Ja, und die nächste Frage, die sich da auch anschließt, und zwar nicht für den Fall, dass nicht zu sehen ist, sondern für den Fall, dass etwas zu sehen ist, gegen welches Produkt wird denn dann meine defekte Kurbel ausgetauscht? Es wäre ja, naja, ich sag mal, nicht so besonders vertrauenserweckend, wenn ich einfach wieder so eine Kurbel, wieder mit dieser Verklebung bekäme. Und es betrifft ja auch 11-fach-Gruppen und wir sind inzwischen bei 12-fach. Also werden diese Kurbeln noch hergestellt? Und was bekomme ich da? Also die Kurbeln werden natürlich schon lange nicht mehr hergestellt. Ja, die Maschinen sind abgebaut. Es wäre ein Riesenaufwand, die zu reaktivieren. Und warum sollte man die auch reaktivieren, wenn man weiß, dieses Produkt hat einen Konstruktionsfehler? Es müssen neue Kurbeln gebaut werden für diese Räder, die dann eben zu den Schaltungen passen und die eine verbesserte Konstruktion haben, die nicht mehr schadensanfällig ist. Ja, und wenn du sagst, die zu den Schaltungen passen, sind wir ja schon beim nächsten Punkt, weil wir sind aktuell bei 12-fach. Da habe ich eine andere Kettenbreite und ich glaube auch einen anderen Abstand der Kettenblätter. Also ist es damit getan, dass Shimano mir einfach eine aktuelle 12-fach-Kurbel gibt oder müssen die da noch was anderes sich ausdenken? Nee, genau. Also das funktioniert nicht, eine moderne 12-fach-Kurbel zu verbauen. Wird funktionieren, aber es wird nicht das gleiche Qualitätsniveau haben vom Schaltverhalten und vom Lauf, sodass man quasi eine Neukonstruktion auf alten technischem Stand bauen muss, ja. Das klingt ja so, als ob das für Shimano richtig teuer wird. Absolut. Ja, und neue Konstruktion auf alten technischen Stand, das heißt, ich nehme was Aktuelles und passe das dann irgendwie an auf 11-fach. Also es wird eine Art Austauschprodukt geben, das eben nicht so konstruiert ist wie die alte Kurbel, aber nicht die neuen 12-fach-Generationen, sondern die Kettenblattabstände und die Kettenblattbreiten, die Zahnbreiten, die die technischen Spezifikationen der alten Gruppen haben wird. Ja, und um da nochmal ein kleines Stück weiter reinzugehen, hat sich ja auch in der Zeit, ne, vor 11 Jahren und bis heute, hat sich ja auch in den gefahrenen Übersetzungen und in den angebotenen Übersetzungen was geändert. Bekomme ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine klassische, man nennt sie Heldenkurbel, ja, also irgendwie 3952 oder so, so eine Kettenblatt-Abstufung habe, die es heute nicht mehr gibt, man fährt heute auch andere sogenannte Lochkreise, bekomme ich diese ganzen alten Kettenblattabstufungen oder muss ich damit was anderem vorlieb nehmen? Ja, nein, also es gibt nicht alle Kettenblattabstufungen, die es damals gab, dann neu wieder, sondern es wird aktualisierte Abstufungen geben. Man kann sagen, man kommt damit klar. Also es gibt ganz ähnliche Abstufungen und einfach ein modernes Maß. Also gerade bei den Zeitfahrabstufungen, da gab es früher 3 verschiedene. Da gibt es jetzt eine einheitliche, mit der aber die meisten schon zurechtkommen werden. Und gerade die sehr, sehr anspruchsvollen Fahrer, die jetzt unbedingt eine ganz, ganz bestimmte Kettenblattabstufung haben wollen, die werden wahrscheinlich keine so alte Gruppe mehr fahren, sondern das sind in der Regel ambitionierte Leute, die regelmäßig ihr Material tauschen und dann eh schon eine neue Konstruktion vielleicht am Rad haben. Jetzt habe ich vorhin so flapsig gesagt, oh, das wird teuer. Jetzt moderiere ich ja auch den Brand 1 Podcast bei Detektor FM und interessiere mich für Wirtschaft. Wie teuer wird es denn für Shimano? Das geht schon in die Millionen, oder? Das geht in die 2-stelligen Millionen, würde ich denken, ja. Ja. Das tut auch Shimano weh. Das tut auch Shimano ein bisschen weh. Es ist ein Riesenkonzern. Sie werden das überleben, sie werden das überstehen. Es wird natürlich am Ruf ein bisschen kratzen. Aber es gab schon einige Fälle, wie ich vorhin schon zum Beispiel angesprochen hatte mit den Ketten. Das war mal so ein halbes Jahr oder ein Jahr lang ein großer Aufreger, aber ist inzwischen wieder vergessen. Das mit den Kurbeln ist vielleicht nicht ganz so schnell vergessen, weil es sichtbar bleiben wird. Also weil jetzt so ein Dura-Ace ausgestattetes Rad von 2012, das ja auch echt eine markante Kurbel war, mit einer neuen rumfahren wird. Und da wird man sich dann immer wieder dran erinnern, wenn man diese Kurve sieht, dass es diesen Fall dieses Austauschs gab. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast schon angesprochen, ihr hattet auch schon Leserbriefe und euch ist das auch nicht so ganz unbekannt und so. Wann ist es bei dir persönlich mal aufgetaucht, dass das ein Problem sein könnte?
Ich schätze so irgendwie 2016, 2017. Da hat man das zwar vorher schon mal gesehen. Es gab da irgendwie schon mal ein Bild oder einen Leserbrief. Aber da war erstmal die Vermutung eines Einzelfalls, ja, dass es irgendwie eine Produktcharge war oder irgendwas Außergewöhnliches passiert sein könnte, was bei dieser Kurbel zum Versagen geführt hat. Aber so um 2016 rum wurde es dann langsam sichtbar, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass es offenbar ein systematisches Problem gibt. Das heißt ja aber auch, nur mal so angenommen, mindestens seit 6 Jahren müsste es auch Shimano mitbekommen haben. Mit Sicherheit, ja. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir nachgefragt haben. Es könnte sein, wenn wir nachgefragt haben, dann haben sie das negiert. Das haben sie auch bei den Ketten schon so gemacht und von Einzelfällen gesprochen und postuliert, es gäbe kein wirkliches Problem. Aber das stellt sich nun anders dar. Ja, ich habe auch noch einen Artikel gefunden von 2021, in dem genau Shimano diese Frage gestellt wurde und in dem sie noch gesagt haben, es liegt kein Konstruktionsfehler vor. Jetzt gibt's, ja, haben wir schon gesagt, das waren damals 11-fach Kurbeln, jetzt sind das 12-fach Kurbeln, also gemacht für 12 Ritzel am Hinterrad. Es gibt also diese neuen Gruppen, neue Versionen der Dura Ace und der Ultegra. Und da ist zu beobachten, dass diese aktuellen Kurbeln einerseits schwerer geworden sind und dann auch, dass der linke Kurbelarm der Dura Ace, der bisher auch verklebt gewesen ist, bei Ultegra war es immer schon nur rechts, ja, dass der linke Kurbelarm jetzt auch nicht mehr verklebt ist. Das heißt, ein bisschen schwerer und diese Klebetechnik nicht mehr an beiden Kurbelarmen. Ist das eine mehr oder weniger versteckte Reaktion auf dieses Problem? Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ja, normalerweise versucht man solche Produkte immer leichter zu konstruieren und zu bauen. Und das ist eigentlich eines der wesentlichen Entwicklungsziele, die Dinger immer leichter zu bauen. Und dass jetzt so eine Kurbel schwerer wird, ist wahnsinnig auffällig. Und wir hatten damals schon bei der neuen DRS 12-fach-Generation die Vermutung geäußert, dass es darin liegen könnte, dieses Problem zu entschärfen. Also interessant ist halt, dass das Problem von meiner Wahrnehmung eher auf der rechten Seite liegt. Ich sehe mehr geplatzte rechte Kurbeln als linke. Aber auch da ist die Konstruktion geändert worden. Also das sind jetzt so noch formschlüssige Verbindungen drin, dass es nicht nur geklebte Flächen sind, sondern die auch mit ineinandergreifenden Metallhaken sozusagen noch sich abstützen können. Und ja, das sind ein paar Gramm, weiß nicht, sind 30, 40 Gramm dazugekommen bei so einem Kurbelsatz. Und das ist in der Konstruktionsklasse, was ja wirklich Formel 1 ist, ist es schon relevant und eine Menge, ja. Das ist auffällig. Ja, und jetzt fragen sich eventuell einige Leute, die das hier hören, Moment, was ist mit meiner Kurbel? Ne? Und es bestehen jetzt Unsicherheiten, die wir auch schon genannt haben. Also selbst wenn ich nichts erkenne, was passiert denn eigentlich in 6 Monaten, in 3 Jahren, in 6 Jahren? Es gibt aber auch Menschen, die dieses Problem schon länger beobachten. Also man findet die auf YouTube und so, Leute, die sich da mit Fahrradtechnik beschäftigen, die so eine kleine Statistik aufgemacht haben und die gesagt haben, diese Schadensbilder, diese Schadensfälle treten vor allen Dingen in Regionen dieser Erde auf mit einer hohen Luftfeuchtigkeit oder einer hohen, also mit einem humiden Klima. Hast du davon schon mal was gehört und hältst du das für schlüssig? Also das gehört habe ich das noch nicht, aber ich halte es für absolut plausibel, dass das ein Korrosionsproblem ist, was irgendwie mit Wasser zu tun haben muss. Wasser und Salz ist halt noch schlimmer. Deswegen wundert es mich nicht, dass es gerade dort auftritt. Ja. Würdest du denn insgesamt so weit gehen, dass du sagst, du hast schon gesagt, der Ruf ist jetzt vielleicht ein bisschen angekratzt oder sehr wahrscheinlich sogar und es wird auch noch ein bisschen dauern. Würdest du so weit gehen und sagen, komm, Finger weg von Shimano-Kurbeln? Würde ich nicht sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, bei ihm halte ich nach wie vor für sehr gering, weil in Anbetracht der schieren Menge an Shimano-Kurbeln, die da draußen rumfährt, klingen diese Masse, die da genannt worden ist an Schadensfällen erstmal, also klingt erstmal viel, aber in Anbetracht der Menge, die da verkauft worden ist, sind dann die tatsächlichen Fälle doch verschwindend gering. Und ich kenne es jetzt auch nicht aus dem direkten Umfeld. Ich kenne es, wie gesagt, von unseren Leserbriefen vielleicht 2 oder 3, wo wir viele Zehntausende Leser haben und wahrscheinlich auch eine 5-stellige Anzahl an Shimano-Kurbeln, die da irgendwie rumfährt. Insofern würde ich nicht so weit gehen, zu sagen, Finger weg. Ja, was kann man tun? Man kann nur sich
an diesen Fahrplan halten und zum Händler gehen und sagen, hier, guck mal nach. Und wenn er nichts findet, dann findet er nichts. Was soll man machen? Weiterfahren. Klar. Was mache ich, wenn ich jetzt schon so eine kaputte Kurbel irgendwie im Hobbykeller liegen habe, weil mir das schon passiert ist und mir vielleicht da der Garantiefall oder Garantiegewährleistung, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber da schon das Replacement sozusagen versagt worden ist, einfach auch damit zum Händler, der sich dann freut, weil die Diagnose schnell ist? Also ich glaube nicht, dass das Replacement versagt worden ist. Ich denke, dass so eine Kurbel von Shimano anstandslos umgetauscht wird. Bin ich nicht sicher, aber spätestens jetzt, wenn das Problem publik ist, wird man wahrscheinlich eine neue Kurbel bekommen. Ja, nach dem, was ich so gelesen habe, ist das nicht allen Leuten zugegangen. Also es gibt Leute, denen ist da nichts ersetzt worden. Okay. Jetzt gibt's ja auch in einem anderen Bereich, da haben wir jetzt vorher nicht drüber gesprochen, weiß ich nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja auch zum Beispiel, was Mountainbike-Bremsanlagen anbetrifft, gibt's ja auch so einen Fall, dass Leute bei einer bestimmten Bremsenserie von Shimano immer von so einem Druckpunktwandern berichten, gerade wenn es in niedrigere Temperaturen geht, was da auch an einer bestimmten Serie zugeschrieben wird. Wäre das eventuell auch so ein Fall, wo man da so ein bisschen das lieber im Einzelfall still behandelt? Ja, die Vermutung kann man äußern. Ja, ich kenne das Problem jetzt nicht konkret. Ich kenne auch die technischen Hintergründe dazu nicht. Aber wie schon gesagt, mich wundert sowas nicht. Wir haben sowas mehrfach erlebt, dass Shimano sowas erstmal versucht, auf dem stillen Weg zu lösen, um die Reputation nicht zu beschädigen. Ja, und letzte Frage. Nun stelle ich mir das wahnsinnig ärgerlich vor für Shimano. Ne? Also du hast gesagt, das ist Material, das ist teilweise Profimaterial. Das ist bis zu 11 Jahre alt. Profis werden heute damit nicht mehr rumfahren. Und jetzt ist man irgendwie verpflichtet dazu, trotzdem noch so alte Kurbeln auszutauschen. Ist dir ein ähnlicher Fall bekannt, wo ein Hersteller aus sowas gelernt hat und zwar vielleicht nicht nur technisch gelernt, sondern einfach auch, was das Vorgehen anbelangt? Denn also vielleicht müssen sie ja jetzt, weiß ich nicht wie viel Prozent, aber eigentlich nicht mehr in Betrieb befindliche Kurbeln ersetzen. Und du hast schon gesagt, 2-stelliger Millionenbetrag. Lernt man aus sowas? Also natürlich lernt man auch aus sowas. Man muss aber auch sagen, dass sowas in der Fahrradbranche relativ neu ist. Dass solche strengen Regelungen gelten, ist relativ neu. Und dass es die Fahrradbranche betrifft, ist relativ neu. Da sind in vergangenen Jahren oder in vergangenen Jahrzehnten so viele Sachen zu Bruch gegangen, die offensichtliche Fehlkonstruktionen waren, wo man einfach gar nichts gemacht hat und wo gar nichts passiert ist. Ja, das war dann irgendwie einfach Eigenverantwortung des Fahrers, wenn er sich so eine Tuningkurbel ans Rad schraubt. Sowas ist heute einfach nicht mehr so. Da wird ein Hersteller in die Pflicht genommen und muss sich darum kümmern und dafür sind Behörden zuständig. Das war nicht immer so. Das ist relativ neu. Das heißt, beim Stichwort gebrochene Kurbel fallen dir auch so ein paar andere Produkte ein? Da fallen mir andere Produkte ein, ja. Gerne so eloxierte, ausgefräste Mountainbike-Kurbeln aus den 90er Jahren. Das war halt damals einfach so. Ja, das gehörte dazu. Also eloxierte Produkte sind nicht unbedingt die langlebigsten. Vorsicht. Das pseudowissenschaftliche, also, nein, eine populärwissenschaftliche Verkürzung, würde ich sagen. Ja, naja, aber ich meine. Naja, das ist natürlich ein Zusammenspiel von vielen, vielen Sachen. Also auch ein Eloxal schwächt das Material und der Konstrukteur dieses Dings, der muss alles im Blick haben. Wie viel kann ich da noch ausfräsen, wenn ich es noch grün eloxieren will? Ja, da hat man, früher war das irgendwie so Pi mal Daumen und wir versuchen es mal. Und wenn da eine Generation reihenweise gebrochen ist, dann war die nächste halt ein bisschen dicker. Aber bezahlen musste dafür in den 90er Jahren niemand. Ich schreibe mir den Satz auf. Auch ein Eloxal schwächt das Material. Und die amerikanische Consumer Product Safety Commission, die hat sich angeguckt, was da eigentlich los ist mit den Shimano-Kurbeln. 4.519 Defekte hat sie gefunden und auch 6 Fälle, in denen da direkt Verletzungen, ja, gefolgt sind, weil sie kaputt waren. Deswegen gibt's jetzt einen wahrscheinlich beispiellosen Rückruf von Shimano. Wir haben darüber gesprochen mit Jens Klötzer hier im Studio und sagen vielen Dank für die Erläuterung und für die Erkenntnisse. Sehr gerne. Danke dir, Jens. Auch nach dem Gespräch muss ich sagen, das ist schon krass, ne? Also wenn ich mir überlege, wie viele Millionen Menschen da betroffen sind, das ist also nicht nur, weil wir beide jetzt, also es steht ja Pass pro Toto, möchte ich fast schon sagen, dass wir beide betroffen sind und noch viele, 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 viele andere Menschen auch. Also das ist schon, also habe ich so in dem Ausmaß noch nie gehört. Also im Fahrradbereich. Ja, es gab mal
ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber gesprochen haben in diesem Podcast. Es gab mal einen großen Rückruf von SRAM, als SRAM begann in den... da haben sie nicht begonnen. Das hatten sie schon vorher gemacht, in die Straßengruppen einzusteigen. Aber dann hatten sie die ersten hydraulischen Scheibenbremsen. Und da gab's auch mal einen großen Rückruf. Da hat Jens zu mir auch gesagt, das ist so richtig krass teuer, das wird richtig eng. Oder nicht richtig eng für die, aber das ist ein richtig, das ist ein Schlag ins Kontor. Ja. Aber bei allem Respekt hat halt nicht diese Volumen wie Shimano, ne? Ja, wahrscheinlich nicht in dem Bereich. Und damals auch erst recht. Erst recht nicht. Das ist riesig. Das ist riesig. Und ich finde auch, es ist, also ich will es nicht umbiegen zu dieser SRAM-Geschichte, aber die fällt mir da auch ein. Mhm. Mir fällt da auch so eine Parallele ein. Das ist halt so ein, man möchte das ja nicht erleben, ne? Also wenn du dir diese Bilder anguckst unter Ride Shimano, mit diesen aufgeplatzten Kurbeln und so, das ist uncool. Jens sagte auch, es wird da eine hohe Dunkelziffer geben. Dieses CPSC hatten diese wenigen tatsächlichen Verletzungen da angeführt. Aber wenn es bei den Kurbeln eine Dunkelziffer gibt, dann gibt es die da vielleicht auch. Das ist, wie sagt man, sicherheitsrelevant. Ja. Soll nicht passieren, möchte man nicht. Und ja, dass man da jetzt drauf gekommen ist, nachdem man vorher natürlich, ja, das ja noch... Der hat es ja erwähnt, ne? Also man hat das noch quasi lange, lange Zeit abgestritten, dass es da ein Problem gibt. Es ist spät. Wir sind beide betroffen. Warst du schon beim Fahrradhändler deines Vertrauens? Nee, war ich noch nicht. Und wir werden Christiane fragen, wenn sie hier ist, wie das für den Händler abläuft. Für die nächste Ausgabe sind wir mit ihr verabredet. Wir sind mit ihr verabredet. Ne? Und eigentlich ist es ja auch, also die Fragezeichen auf meiner Seite sind nicht weg. Und es ist auch krass, dass da Händler als diejenigen quasi eingespannt werden, die das zu beurteilen haben. Und wenn dann da doch was passiert, wer ist denn da wie irgendwie haftbar? Und wie sollen sich denn Leute, also ein Händler ist kein, und eine Mechanikerin und so, das sind keine Metallurgen, müssen sie auch nicht sein, sollen sie nicht sein. Ja, ist ein krasses Ding. Ja. Krasses Ding ist auch ein gutes Stichwort. Für mich wäre es das krasseste Ding überhaupt. 1200 Kilometer von Paris an den Atlantik und zurück. Paris, Brest, Paris. Dabei, während er das sagt, zeigt er mit dem Zeigefinger der rechten Hand an die Stirn. Ja, um es zu verdeutlichen einfach für alle Hörerinnen und Hörer. Du meinst, weil es hin und zurück geht. Ja. Ja. Ja, und weil auch, ne, vorher 200, 300, 400, 600 und so. Oh, meine Güte, ey. Nee, wäre mir zu lang. Genau, aber Christian Bollert, der würde sich einfach 4 Tage lang in Paris ins Café setzen, während Leute wie Nicole in diesen 4 Tagen einmal an den Atlantik fahren, nach Brest und wieder zurück. Und was sie da erlebt hat, das hören wir jetzt. Wir hier beim Antritt bei Detektor FM, wir sammeln ja Fahrradgeschichten. Und in der Ausfahrt des Monats, da sprechen wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal, ob das jetzt eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt. Wir wollen, dass ihr uns mitnehmt, ein kleines Stück auf eure Ausfahrten. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Nicole aus Heidelberg, die in diesem Sommer bei Paris-Brest-Paris an den Start gegangen ist. Und aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die erinnern sich jetzt vielleicht und denken sich, Nicole Heidelberg-Paris-Brest-Paris, habe ich schon mal gehört? Und ihr habt recht. Und deswegen sagen wir auch, hallo Nicole, willkommen zurück im Antritt. Hallo Gerolf, hallo Christian. Hallo. Nicole, wir haben eine ganze Weile nicht gesprochen, aber wir haben auch ohne das jetzige Gespräch schon geführt zu haben, den Eindruck, Paris, Brest, Paris, das lässt dich irgendwie nicht los. Liegen wir richtig? Na klar, ganz richtig, ja. Ja, also das hat damit zu tun, also ich bin ja auf die Langstrecke gekommen, in einem relativ späten Alter und habe dazu einen Film geguckt, Brevet, den kennen auch viele aus der Szene sozusagen. Und vorher war mir gar nicht klar, dass man so lange Fahrrad fahren kann. Und als ich diesen Film geguckt habe, habe ich gedacht, das muss ich unbedingt mal machen. Ja, und vor 4 Jahren wollte ich es ja machen. Dann versuchen wir es nochmal für alle, die vielleicht den Film nicht gesehen haben und die diese Langstreckenfahrt vielleicht auch nicht kennen, zu erklären, was ist denn Paris-Brest-Paris? Was passiert da? Genau, das ist ein Fahrrad,
ich will eigentlich nicht Fahrradrennen sagen, sondern es ist mehr ein Brevet, also eine Prüfung. Man muss versuchen, die Strecke von Paris beziehungsweise einem südwestlich gelegenen Vorort von Paris nach Brest und wieder zurück. Das sind so 1220 Kilometer in unter 90 Stunden zu schaffen, zu fahren. Genau. Die Strecke ist vorgegeben, es gibt Kontrollstellen, die muss man anfahren. Und vor allem muss man sich auch dafür qualifizieren. Das heißt, man muss eine Privé-Serie gefahren sein. Also eine Privé-Serie heißt, man ist im Frühjahr, also über mehrere Wochen hinweg, gibt's immer eine Ausfahrt. Die erste sind 200 Kilometer, die muss man in einer gewissen Zeit geschafft haben. Dann ist die zweite Ausfahrt, das sind 300 Kilometer, 400 und 600. Das macht man so über 3 Monate hinweg in der Regel. Und dann ist man qualifiziert, muss sich anmelden und ja, kriegt hoffentlich einen Startplatz. Und dann geht's los im August. Ja, und ist das jedes Jahr oder wie funktioniert das? Und wer trifft sich dann alles dort? Es ist wahnsinnig international. Also ich habe noch nie so viele Nationen auf einem Fleck gesehen. Es findet alle 4 Jahre statt. Gibt seit, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, seit 1931 und die ganze Welt kommt nach Rambouillet in einen Schlosspark und versucht da dieses Radrennen zu absolvieren. Also Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika, Mittelamerika, Europa von überall her. Es ist wahnsinnig bunt und das sind circa 7000 Radfahrer und Radfahrerinnen natürlich. Jetzt hast du schon angesprochen, dass das 1200 Kilometer sind in maximal 90 Stunden und dass es aus deiner Sicht kein Rennen ist, aber das klingt ja schon auch sehr sportlich. Ja, also man muss schon ein bisschen trainiert haben. Der Trainingszustand ist natürlich immer so relativ. Manche versuchen das auch unter 50 Stunden zu schaffen. Davon bin ich jetzt weit weg. Ich wollte es überhaupt mal schaffen. Ja, also ich hatte so knapp 4000 Trainingskilometer vorher und bin da, glaube ich, ganz weit unten mit meinem Trainingszustand gewesen. Also da gibt es bestimmt Leute, die das mindestens das Doppelte an Trainingskilometern vorher hatten. Aber die gucken dann auch schon auf die Zeit und wollen da sich ein bisschen was auch beweisen oder gucken, wie schnell sie sein können. Und das hat für mich jetzt keine Rolle gespielt. Ja, und bevor wir jetzt zu diesem Sommer kommen, wollen wir mal ganz kurz zurück switchen sozusagen auf 2019. Du hast ja gesagt, alle 4 Jahre findet das statt und 2019 war dann die Ausgabe vor diesem Jahr von Paris-Brest-Paris und damals haben wir gesprochen in mehreren Gesprächen mit dir auch über quasi den Weg zu Paris-Brest-Paris. Du hast dann aber nicht teilgenommen 2019. Willst du uns nochmal ganz kurz sagen, warum du das damals nicht gemacht hast, wie diese Geschichte damals verlaufen ist? Ja, also ich habe mich ja jetzt eben seit 2016 ungefähr für die Langstrecke interessiert und habe da auch immer meine Ausfahrten immer so ein bisschen länger gemacht und Blut geleckt. Und es gibt eben auch noch viele andere Langstrecken-Events. Und eines ist ein Transcontinental Race, nennt sich das. Das ist ein self-supported Bike Race, das eben quer über Europa geht. Damals war es als wir gesprochen haben, ging es in Burgas in Bulgarien los und endete sinnigerweise in Brest in Frankreich. Das waren also so 4000 Kilometer ungefähr und die bin ich gefahren. Leider auch nicht, auch mit demselben Trainingszustand, so 4000 Kilometer vorher. Das heißt, ich habe 3 Wochen für diese 4000 Kilometer gebraucht und normalerweise ist so vorgesehen, dass man nur 2 Wochen braucht. Und ich war da körperlich schon ziemlich am Ende. Ich hatte auch Knieschmerzen und so. Ich kam in Brest damals an dem Wochenende, wo dann auch die Registrierung war für Paris-Brest-Paris. Also man muss vorher dann auch dort in Paris zu einem Bike-Check gehen und sich anmelden und die Startunterlagen holen. Und da wusste ich, ich habe jetzt erstmal überhaupt keine Lust mehr, Fahrrad zu fahren. Ich war körperlich nicht mehr ganz so in Form. Genau. Und da habe ich dann eben gesagt, das ergibt keinen Sinn. Ich kann es auch nicht mehr. Ich mach's nicht. Genau. Dann hast du ja aber jetzt trotzdem gesagt, 4 Jahre später, ich versuch's nochmal, ich trete da an. Die Frage ist ja irgendwie, was hat dich dazu bewogen?
Ja, es war ein Traum. Ich habe diesen Film eben damals gesehen und ich wusste oder alle sagten, dass die Stimmung an der Strecke so toll ist, dass alle einen unterstützen, wenn man durch diese Dörfer fährt. Da sind ja viele kleine Ortschaften und die ganze Strecke geht entlang von verkehrsarmen Straßen. Und überall ist so Support und es gibt ein Dorf mit einem ganz berühmten Krebsstand, wo man quasi bezahlt, indem man eine Postkarte schickt, wenn man wieder zu Hause ist. Und diese Stimmung wollte ich einfach spüren und genießen. Und ja, ich fahre gerne Brevets und habe mich qualifiziert vorher. Das ist gutes Training und es macht auch Spaß. Und da dachte ich, ich probiere es einfach. Ich melde mich an und ja, guck, was so passiert. Und normalerweise bin ich auch bei so großen Sachen immer total aufgeregt und mein ganzer Körper ist dann irgendwie auch so ein bisschen durcheinander und ich kann erstmal gar nicht so richtig, wie ich will, Fahrrad fahren. Und diesmal habe ich mir vorgenommen, nee, ich bin jetzt dann da zum Genießen und ich werde jetzt überhaupt nicht aufgeregt sein, sondern einfach nur gucken, was passiert und jede Minute versuchen zu genießen. Und das ist mir total gelungen. Ich bin die ersten 200 Kilometer gefühlt wie im Rausch gefahren. Ich war irgendwie viel schneller, als ich normalerweise Fahrrad fahre. Ich habe Leute überholt. Es ist ja, also ich weiß nicht, also muss man sich vielleicht auch mal vorstellen, man fährt in der Regel, also die sich für 90 Stunden Startzeit entschieden haben, fahren in der Regel so am späten Nachmittag, frühen Abend los. Und man startet immer alle Viertelstunde in so, ich glaube, das sind Gruppen von 300 Radfahrenden, die da eben in Viertelstundentakt losfahren. Das heißt, auf der Straße ist es sehr voll. Und man sieht entlang des ganzen Weges, der ganzen Straße, radfahrende Personen. Und wenn es dunkel wird und die Rücklichter gehen an und alle haben ihre pflichtgemäße Leuchteweste an, ist es einfach ein wahnsinnig irres Bild. Und ja, ich habe es genossen, bin wie im Rausch die Berge hoch und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe überhaupt keine Anstrengung empfunden, die ersten 200 Kilometer Fahrrad zu fahren da. Und ja, das war schon mal ein guter Start. Genau. Ja, ich wollte dich genau nach diesem Losfahrmoment fragen, weil ich den auch so kenne aus verschiedenen Berichten und weil ich das, also mich selbst auch dieses Bild dieser, gerade wenn man da abends startet, ne, dieser vielen Rücklichter so irgendwie fasziniert. Jetzt habe ich den Eindruck, das ist bei dir auch so. Wir würden gerne mit dir so ein bisschen das Rennen so etappenweise durchgehen oder das Brevet. Wollte dich trotzdem fragen, jetzt hast du gesagt, du bist die ersten 200 Kilometer schneller gefahren, als du das normalerweise machen würdest. Dieses Brevet-Fahren ist für manche Leute sehr weit draußen, die haben damit gar keine Erfahrung, die können sich das vielleicht nicht vorstellen. Was heißt das? Wie so ungefähr in Zahlen, wie schnell bist du da gefahren? Oh Gott, also ich habe jetzt nicht so richtig auf den Tacho geguckt, obwohl doch schon. Also ich bin so, also ich glaube, da stand 30 irgendwie davor und ich bin eigentlich gar nicht so schnell. Ja? Ich bin froh, wenn ich so einen 21er Schnitt so auf die lange Distanz jetzt hinkriege. Und ich sag mal so, es gibt ja ganz unterschiedliche Leute, die Brevets fahren. Ja, manche sind irgendwie in einer kleinen Gruppe und fahren dann schön im Kreisel und nutzen den Windschatten und so. Und ich fahre so lange Strecken am liebsten allein, weil ich dann mein Tempo fahren kann. Und meistens fahre ich halt ein bisschen langsamer. Ich mache aber dafür fast gar keine Pausen, nur wirklich, was unbedingt notwendig ist und fahre einfach den ganzen Tag Fahrrad in einem gemäßigten Tempo. Und ich mag auch dieses Gruppenfahren nicht so gerne, weil ich da viel zu viel Konzentration brauche, um nicht irgendwie dem ins Hinterrad zu fahren. Oder ja, genau, ich will einfach nicht nur aufs Hinterrad gucken von meinem Vordermann, sondern ich will halt irgendwie mit meinen Gedanken ein bisschen allein sein und fahren. Und jetzt ist es bei Paris-Brest-Paris sowieso eine Sondersituation, weil einfach so wahnsinnig viele Radfahrer unterwegs sind. Und es ist auch keine klassische Gruppenausfahrt, weil die Gruppe hört ja überhaupt nicht auf. Da sind ja die ganze Zeit Radfahrer vor dir. Das heißt, eigentlich bist du entweder am Überholen oder am überholt werden. So zumindest, ja, die ersten, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Kilometer, aber die ersten 100 auf jeden Fall. Die erste Kontrolle, also da kommen immer so Kontrollstellen, im Schnitt eigentlich alle so 90 Kilometer. Nur die allererste, die ist 120 Kilometer weg. Das heißt, man fährt erstmal eine Weile und gefühlt bin ich da aus keiner
da wurde es mir nie einsam. Also das war immer eigentlich überfüllte Straße, mehr oder weniger. Genau. Das finde ich sehr, sehr interessant, wie du das so beschreibst, weil man könnte es ja auch genau andersrum sehen und sagen, oh Gott, ich bin am Anfang, musste ich immer mithalten, ich musste mich total konzentrieren und es war voll anstrengend und wir sind mit einem über 30er Schnitt da losgeballert. Aber für dich war es eher andersrum positiv. Es war total positiv und ich bin selber erstaunt über mich, weil ich das so genossen habe. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass es ist auch da ja nicht jeder gleich schnell und nicht jeder kommt gleich gut die Berge hoch. Und beim ersten Anstieg sind manche sehr langsam und dann bin ich an denen vorbei und kam mir natürlich schon ganz toll vor, dass ich die jetzt überhole, weil ich ja so toll schnell bin. Ich meine, ich war jetzt auch nicht überirdisch schnell, aber ja, es ist wahrscheinlich auch ein Windschattenvorteil gewesen, wenn da Leute vor einem sind. Aber man kam irgendwie ohne großartige Konzentrationsverluste sozusagen an allen gut vorbei. Und ich war richtig im Flow, kann es nicht anders sagen, wie im Rausch sogar. Da stellt sich natürlich die Frage, 1200 Kilometer, die ersten 200er, mal eben 30er Schnitt, hingelegt, lief das alles so weiter oder gab es auch mal zum Beispiel eine Phase, wo es überhaupt nicht gut gelaufen ist für dich? Ja, also es kommen halt immer so Müdigkeitsphasen. Ist ja klar, wenn man abends startet, eigentlich ist es so vorgesehen, dass man dann die Nacht auch durchfährt. Und da bin ich eigentlich auch, ich mache das überhaupt nicht gern. Ich will mich eigentlich auch immer erstmal hinlegen, damit ich nicht mich körperlich oder von der Müdigkeit her mich gleich richtig platt mache. Ich habe dann auch, glaube ich, sogar an der ersten oder zweiten, habe ich dann mal so im Sitzen geschlafen. Aber ich bin doch irgendwie, ohne wahnsinnig viel zu schlafen, in der ersten Nacht einfach weitergefahren. Und das heißt, die Müdigkeit holte ich dann halt in der zweiten Nacht auf jeden Fall ein. Und dann muss ich mehr schlafen. Und ich weiß, dass es nach der zweiten Nacht, der Tag, der war sehr, sehr heiß. Und da ging es mir auch mal ein bisschen schlechter. Da habe ich dann einfach mehr Pausen gemacht. Das Schlechtgehen hat sich dann aber jetzt nicht, also mental war es gar nicht das Problem. Also ich habe nie dran gedacht, oh, was habe ich mir hier eingebrockt, was für ein Mist, was tust du hier? Aber ich war einfach müde. Das heißt, ich habe halt dann mich meistens habe ich im Sitzen irgendwo geschlafen, manchmal auch mich ins Gras gelegt und mal eine kurze Powernap-Phase gehabt. Genau. Und in einer Nacht, es war auf dem Rückweg, da habe ich mich sogar auch mal 3 Stunden in so einen Schlafsaal begeben. Also wer sich damit so ein bisschen beschäftigt hat, weiß, an jeder Kontrollstelle, es ist ein super organisiertes Rennen, muss ich sagen, an jeder Kontrollstelle hat man alles. Man hat Essen, man hat Trinken, man hat eine Fahrradwerkstatt und man hat einen Schlafraum, den man sich für so stundenweise buchen kann. Duschen, Toiletten gibt's auch alles. Ich konnte mir das vorher nie vorstellen, diesen Schlafsälen, weil natürlich sagt dann jeder, oh Gott, es riecht nach Schweiß, alle schnarchen und es ist muffig. Aber ja, ich war einfach sehr müde, habe gesagt, okay, ich schlafe jetzt hier 3 Stunden, bin zu einer Liege geführt worden, habe mich dann noch umgezogen, habe die Fahrradklamotten ausgezogen, irgendwas zum Schlafen drüber und eine Decke war vor Ort. Und das hat dann auch erstmal gereicht. Genau, und da habe ich eigentlich total gut geschlafen, weil wenn man einfach sehr, sehr müde ist, also ich kann nicht meckern über die Schlafsäle. Ich habe auch kein Schnarchen wahrgenommen, obwohl ich die Ohrstöpsel am Rad vergessen hatte. Also ich habe gut geschlafen. Ich glaube, der mich dann geweckt hat, musste sehr lang an meiner Schulter rütteln. Hättest auch gut weiterschlafen können. Was ich mich frage, ist hier so Powernap unterwegs, stellst du dir einen Wecker oder wie hast du es gemacht? Ja, stelle ich mir einen Wecker, Viertelstunde. Ja, also je nachdem, wenn ich mich nur hinsetze, habe ich mir keinen Wecker gestellt, weil sobald man dann irgendwie so zusammenbricht, wache ich eh auf. Aber sobald ich so mich hingelegt habe auf einer Bank, habe ich mir immer einen Wecker gestellt, ja. Ja, jetzt hat sich für uns hier dieses Bild schon ein bisschen konkretisiert. Also wir wissen, da sind tausende Leute unterwegs. Es gibt regelmäßig Kontrollstellen, da gibt's Schlafsäle, in denen viel geschnarcht wird, aber das stört gar nicht so genau. Da gibt's Essen und dann gibt's den Krebsstand, zu dem man die Postkarte schicken muss und andere Stände. Und jetzt habe ich noch den Eindruck, da wird dann wohl ab und zu mal irgendwie am Straßenrand, im Feld, in der Wiese, auf der Bank, immer mal irgendwie jemand liegen, oder ist das so?
Ja, das ist so. Und ich habe mich da selber auch schon liegen gesehen, noch zu Hause, und habe deswegen auch meine ganzen Schlafutensilien, so Bibisack, und ich habe auf den Schlafsack diesmal verzichtet, weil ich habe eine Daunenhose gehabt, eine Daunenjacke, und dachte, da kann ich mich ja überall hinlegen, da bin ich absolut unabhängig. Aber von dem Plan bin ich tatsächlich am ersten Abend schon abgerückt. Das war was, was mich wirklich beschäftigt hat. Denn ja, wenn so viele, das, ja, die meisten sind ja schon männliche Personen, die da mitfahren, leider. Wenn die mal pinkeln müssen, machen die das ja überall und halt auch am Straßenrand. Und da habe ich schon an den ersten, weiß ich nicht, 50 Kilometern gedacht, okay, hier stehen ganz schön viele Leute und pinkeln einfach so an den Straßenrand. Ich werde mich, glaube ich, kein einziges Mal an den Straßenrand legen, um da irgendwie zu schlafen. Weil ich die Vorstellung so ein bisschen eklig fand. Genau. Nachvollziehbar. Ja, also ja. Ich habe dann immer geguckt, dass ich auf einer Bank schlafe, wenn ich draußen geschlafen habe. Ja, aber ist es so, dass man so eine, ich stelle mir das so vor, man fährt quasi so durch so eine Galerie der verschiedenen Belastungszustände. Auf jeden so. Fall. Es gibt ja auch ganz berühmte Schlaffotos von den Kontrollstellen, weil klar, ich habe auch, es gibt eben so Speisesäle, weil man sich da verpflegen kann. Und da habe ich ja auch manchmal den Kopf so aufgestützt und die Augen zugemacht. An irgendeiner Kontrollstelle, das war so, ja, ich glaube 90 Kilometer vor Brest, da lagen die in der, als ich da war, überall, also im ganzen Speisesaal auch, auf dem Boden. Und man konnte gar nicht mehr drüber laufen, weil, also man musste halt so um die Leute drum rumlaufen. Das hat mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen genervt. Also ich habe auch mich mal irgendwo rechts rangelegt, wo kein offizieller Schlafsaal war. Aber wenn dann überall die Leute liegen, naja, ja, das fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Ja, aber die schlafen überall und manchmal auch am Straßenrand. Und zwar so wirklich mit Rücken an der Straßenkante. Und da habe ich auch gedacht, die Nerven hätte ich nicht gehabt. Ja, also man sieht, ja, Leute schlafen an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Genau. Ja, jetzt waren wir eben 90 Kilometer vor Brest. Fahren wir mal ein Stück weiter nach Brest. Wir wissen natürlich, das ist am Atlantik, da irgendwo. Und dann weiß man ja in Brest, okay, die Hälfte habe ich jetzt geschafft. Wie, mit welchem Gefühl bist du da rein und rausgefahren? Also in Brest war tatsächlich relativ emotional für mich, weil ich ja beim Transcontinental Race auch in Brest angekommen bin. Und die Brücke, über die ich gefahren bin beim Ankommen vom Transcontinental Race, die sind wir auch beim Rausfahren aus Brest, haben wir die überquert, halt in die andere Richtung. Und da hatte ich halt aus dem Grund also starke Erinnerungen. Und das war auch für mich, hatte das schon eine große Bedeutung, dieses große Rennen beendet zu haben. Und ja, da habe ich eher so Erinnerungen gehabt an vor 4 Jahren, wie es da war, anzukommen. Und ja, wie gesagt, ich hatte mental keine Probleme, auf dieser Strecke jetzt nicht anzukommen oder aufzugeben. Ich habe es einfach genossen. Ich habe mich da auch mal an den Hafen gesetzt, habe da eine Pause gemacht, habe in die Sonne geguckt. Das Wetter war ja nur gut die ganze Zeit. Ja, ich habe es genossen. Ich weiß noch vor Brest, das waren so 40 Kilometer vor Brest, das war Morgengrauen, würde ich jetzt mal sagen, oder die Sonne war wahrscheinlich noch gar nicht ganz aufgegangen. Da standen so Tische auf der Straße, so eine typische private Verpflegungsstation. Das waren ältere Leute oder alte Leute, die hatten da ihre Tische aufgebaut und hatten Cola und Wasser. Und ich weiß, alle, die gekommen sind, die Nächte in der Bretagne sind ja schon recht kalt und feucht. Die hätten eigentlich am liebsten jetzt einen Kaffee gehabt, aber es gab eben Cola und Wasser. Und da habe ich mich zum Beispiel auf ein Mäuerchen gesetzt. Und das Erste, was passiert ist, kam ein älterer Mann, hat mir einen Stuhl gebracht, hat mir eine Decke gebracht. Und ich habe erst mal 20 Minuten Powernap gemacht und mich gefühlt wie im Himmel, ja, dass ich jetzt so um mich gekümmert wird von diesen alten Leuten. Und ja, das war total rührend. Also nur eine rührende Szene von vielen. Und in Brest, da habe ich auch mal geduscht. Genau, also Brest war toll. Ja, und dann dachte ich, muss ich jetzt nur noch zurückfahren. Das wird auch noch klappen. Genau.
Ja, das ist ja eine ganz gesunde Einstellung. Aber ich frage mich tatsächlich, was denkt man denn da? Du beschreibst das so als, das war, ist irgendwie alles gut gelaufen und so. Aber denkt man da an die nächsten Jahre? Denkt man da an nichts? Denkt man die ganze Zeit nur an Pinkeln und wo kann ich schlafen? Oder, also kannst du das erinnern, an was du da in deinem Kopf beschäftigt warst, mit was du da dich auseinandergesetzt hast? Also tatsächlich habe ich gedacht, das ist so cool, das will ich auf jeden Fall in 4 Jahren wieder machen. Und dann sieht man ja auf der Strecke auch Leute jeglichen Alters, vor allem die älteren Leute, die auf dem Rad gesessen sind. Das hat mich beeindruckt, die zu sehen. Und dann habe ich schon gedacht, ja, mal gucken, wie weit ich das mache. Und so ein persönliches Fitnessziel, wenn ich das jetzt noch bis... Also das ist jetzt vorsichtig, muss ich jetzt öffentlich sagen, aber so mit 80 das nochmal zu fahren und dann vielleicht meinetwegen auch 100 Stunden zu brauchen, das ist schon mal so ein Ziel, was man sich so irgendwo hinhängen kann, damit man nicht vergisst, sportlich zu bleiben, auch wenn man alt ist. So, das habe ich so mitgenommen. Ich habe auch haben sich die deutschen Privatfahrer alle nochmal irgendwie versammelt und gut, über die Veranstaltung kann man jetzt streiten. Es war eben alle Privé-Clubs, die haben sich da zusammengetragen. Jeder Privé-Club-Chef sozusagen hat sich vorgestellt. Und da war dann auch so die deutsche Paris-Press-Paris-Legende Klaus Tschüchol da und hat was erzählt. Und der ist halt jetzt auch, ja, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, ob er jetzt 80 ist. Ich habe es vergessen, er hat es, glaube ich, gesagt. Und der ist dann nicht mehr mitgefahren, aber der kam eben auch in diesem Privé-Film vor. Und von dem habe ich mir so gemerkt, wenn er Klassentreffen hat, dann kommen seine Klassenkameraden mit dem Rollator und er freut sich, weil er sich dann ein neues Rennrad gekauft hat. Und so, das fand ich wahnsinnig inspirierend und den zu treffen und dann auch die alten, meistens Männer zu treffen, die da auch noch immer unterwegs waren mit ihren Rennrädern. Das hat mich doch tief beeindruckt, muss ich sagen. Finde ich sehr interessant, weil ich habe es vor ein paar Ausgaben erzählt, als ich die Transalp vom Tourmagazin mitgefahren bin, haben mich 2 Leute besonders beeindruckt. Und das war auch, ich muss sagen, ein Rentnerpärchen auf so alten Titanfahrrädern, die da noch über die Alpen gefahren sind. Und das, da dachte ich auch so, wenn man das schafft, so in dem Alter da noch irgendwie sowas, nicht easy peasy, aber einfach für sich selber zu machen, ist das eigentlich ziemlich cool. Ich sehe, ich behaupte, wir sind alle 3 in dem Alter, in dem man schon so diese, ne, also man fühlt sich nicht mehr so unendlich und sieht dann schon ältere Leute und die sagen dann, ihr kauft einen Rollator, ich kaufe ein Rad. Finde ich übrigens super gut. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Dass man sich davon inspiriert fühlt. Das klingt sehr gut. Jetzt war ich zu der gleichen Zeit wie Paris, Brest, Paris 2023 gelaufen, ist auch in Frankreich ein Stück weiter südlich und es war untertrieben gesagt heiß. Es war ziemlich heiß, zumindest in Südfrankreich. Und ich habe an euch gedacht. Hat die Hitze irgendeine Rolle gespielt? Hast du die so empfunden oder war es in Brest und Umgebung aushaltbar? Also wie gesagt, an dem einen Tag, es muss nach der zweiten Nacht gewesen sein. Man verliert ja manchmal so ein bisschen die Orientierung, gebe ich zu, welcher Tag gerade ist. Da war es sehr heiß. Da habe ich auch öfter Stopps gemacht und ich konnte dann noch, also es war dann, ich bin eigentlich eine große Eisesserin, auch egal welches Eis, irgendwie Milcheis, Fruchteis, alles geht. Aber da war es so heiß, dass ich nur so Wasserfruchteis essen konnte. Weil wenn ich gesehen habe, so Magnum oder sowas, oder da ist mir schon schlecht geworden. Und normalerweise habe ich damit keine Probleme. Genau. Also an einem Tag war es wirklich sehr heiß. Aber ich wusste ja gut, dann kann auch tagsüber ein bisschen Pause machen, hole ich das halt nachts wieder rein. Weil nachts wirklich in der Bretagne ist es richtig kühl. Dadurch, dass die, ich weiß nicht, woran es liegt, es ist einfach sehr kühl nachts. Und eigentlich ging es. Nur der eine Tag, den erinnere ich, dass es sehr, sehr heiß war. Vermutlich ist der Atlantik schuld. Ja. Ja. Ja, und jetzt wirkt es so, dass du, ne, also du bist vielleicht nicht die ganze Zeit den 30er Schnitt gefahren vom Anfang, aber ja, aber es wirkt eigentlich die ganze Zeit, wenn du so erzählst, dass es alles so ein für dich vielleicht wie so ein kleines Fest war. Also du erzählst sehr viel vom Genießen und jetzt kann ich ja noch zurück und dann erinnert man sich an 4 Jahre vorher und so. Lief das wirklich so weiter? Also das wäre ja eine wahnsinnig schöne Ausfahrt, wenn du das einfach 1200 Kilometer einfach genießen konntest.
ja, war so. Also wie gesagt, es war nicht immer so schnell und manchmal habe ich auch gedacht, oh, ganz schön anstrengend und so. Aber klar, Radfahren ist halt auch anstrengend. Das muss man sich auch nicht so arg wundern. Aber ich habe mir echt vorgenommen, das als Fest zu nehmen. Ich habe es als Fest von, also vor allem am Anfang empfunden und es ging auch als Fest weiter. Ja, es war manchmal nachts ein bisschen komisches Radfahren, weil manche Leute einfach so komisch Rad gefahren sind. Und dadurch, dass halt, man ist ja nie alleine auf der Straße und manche fahren so mitten auf der Straße, aber rechts von ihnen ist gar niemand. Und wenn man dann die überholen will, habe ich mich dann immer gefragt, oh, jetzt muss ich ganz nach links, um sie dann vorschriftsgemäß zu überholen. Das hat mich manchmal ein bisschen genervt. Aber selbst da habe ich geguckt, nee, jetzt, von denen lasse ich mich jetzt nicht nerven. Also ich habe wirklich es geschafft, mich auch so von meinem Kopf her positiv zu halten, muss ich echt sagen. Und ich habe keine Sekunde gedacht, dass es eine richtig blöde Idee war, sondern ich habe eigentlich gedacht, boah, es ist so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, das klingt super gut. Könnte es sein, dass 2019 das Rennen oder das Brevet nicht angetreten zu haben, dass das dann das vielleicht noch ein bisschen bedingt hat sozusagen? Also, dass du es noch mehr schätzen konntest, da dabei zu sein? Könnte ich mir vorstellen, ja. Ja. Ich habe es eben in einem fitten, guten Zustand, bin ich es angetreten, mit dem Vorsatz, es zu genießen. Und das konnte ich auf jeden Fall dieses Jahr so machen. Und vor 4 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Also da war ich körperlich einfach zu desolat. Wie bist du denn dann wieder angekommen? Also nachdem du kurz in Brest warst, wieder zurück in Paris. Was war das für ein Gefühl? Ja, ich habe auf den letzten Kilometern noch jemanden getroffen, den ich kannte. Und dann sind wir so mehr oder weniger zu zweit durchs Ziel gefahren. Aber ich habe da gemerkt, oh, ich will eigentlich alleine durchs Ziel fahren. Und habe dann ihm auch gesagt, ich habe jetzt nicht gleich kapiert, gesagt, ich lasse dir den Vortritt, fahr du. Ich kann es dann alleine genießen. Ich glaube, für ihn war das gar nicht so wichtig. Aber für mich war es so ein bisschen, ich wollte es jetzt genießen, weil ich es mir schon so lange vorgestellt hatte. Ich habe es die ganze Zeit genossen und wollte es so ein bisschen für mich haben. Genau, und das habe ich auch gemacht. Aber er war ja 10 Meter vor mir. Also wir haben uns dann auch wieder getroffen. Da ist dann auch im Ziel, kriegt man noch ein Essen. Ja, und dann, weiß auch nicht, dann waren alles so viele voller Leute, voller Radfahrer. Alle waren müde. Man hat auch manchmal Gezeichnete gesehen. Also einer hatte noch so getrocknete Blutreste an seiner Stirn kleben. Also man sieht dann auch so die Kollateralschäden sozusagen. Und das fand ich jetzt nicht so erbauend, weil man muss diese Fahrt wirklich nicht so spitz auf Knopf fahren, dass man so seine körperliche Unversehrtheit verlieren muss oder so. Also ich selber musste auch schon auch aufpassen vom Sekundenschlaf, ja. Also der hat mich auch überfallen und dann war für mich aber immer klar, sofort ranfahren, sofort gucken, wo ich mich jetzt hinlegen kann, dass ich nochmal ein Powernap mache. Also ich habe schon wenig geschlafen während der ganzen Zeit. Genau, aber ich wollte es eigentlich in positiver Erinnerung haben, dass es auch was ist, was jetzt nicht total abartig ist von der Körperlichkeit her, was man nur schafft, wenn man so totale, ja, so körperlich irgendein Tribut zollt oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich wollte heile ankommen und wollte es als gute Erinnerung haben. Und dann bin ich da auch vom Ziel erstmal weg, weil es mir zu viel geworden ist mit den Menschen. Genau. Aber an sich habe ich es eben in super guter Erinnerung. Es war ein Fest, die Stimmung an der Strecke war toll. Alle fanden einen super, also das Publikum sozusagen, wenn es mal irgendwie durch ein Dorf ging, wo man angehalten hat, weil man Wasser gereicht bekommen hat, dann haben einen alle unterstützt. Genau, und damit bin ich nach Hause gegangen. Alle 4 Jahre treffen sich in einem Vorort von Paris tausende Radfahrerinnen und Radfahrer aus wirklich aller Herren Länder, wie man so sagt, von vielen verschiedenen Kontinenten. Und die fahren dann tatsächlich innerhalb 90 Stunden oder teilweise auch 85 Stunden 1200 Kilometer am Stück, sogar noch ein kleines Stück mehr. Und es soll Leute geben, die können das nicht nachvollziehen. Aber vielleicht könnte da dieses Gespräch helfen, denn für Nicole aus Heidelberg ist es 2023 tatsächlich ein Fest gewesen und zwar auf über 1200 Kilometern. Hier hat sie uns davon erzählt. Nicole, vielen Dank dafür. Und wir haben natürlich mitgeschrieben, du wirst es wieder tun. Dann können wir wieder sprechen. Danke. Gerne.
Tschüss. Ciao. Ciao, danke dir. Christian, bist du überzeugt? Naja, nee. Also ich finde es wirklich wahnsinnig und auch beeindruckend und schön, wie sie das beschreibt. Vor allem, dass es für sie so, ja, wie so ein Flow war, der sozusagen sich durchgezogen hat mit dem Start und den ersten 200 Kilometern und dann diesen ganzen Erlebnissen, die sie ja gerade sehr, sehr plastisch geschildert hat, wie ich finde. Trotzdem muss ich für mich persönlich sagen, nee. Also ich freue mich auch, wenn ich irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer gefahren bin, aber dann würde ich nicht 1.200 am Stück fahren wollen. Das ist auch dieses Schlafen draußen und hier im Sitzen und dann im Schlafsaal und so. Nee, irgendwie bin ich ganz ehrlich, es ist nicht das, ich merke ja immer mehr, ich glaube, das habe ich jetzt hier auch schon fast schon überstrapaziert, aber ich bin der 50 bis 60 Kilometer Typ. Ich will dann wieder nach Hause, ich will dann auch ein Buch lesen, ich will irgendwie ins Café gehen und so. Ich will nicht tagelang auf dem Fahrrad sitzen. So, aber... Wir haben ihn noch nicht. Nee. Vielleicht kommt das noch, man weiß es nicht. Ja. Aber ich finde es ja auch gut, dass es so unterschiedliche Formen gibt. Wir hatten ja auch mal eine Ausfahrt, wo auch eine meinte irgendwie, sie fährt gerne mal so 10, 20 Kilometer. Ganz so kurz fahre ich auch nicht. Das ist mir dann auch wieder fast schon zu kurz, weil ich so denke, dann ziehe ich die ganze Scheiße an und dann fahre ich irgendwie los und so. Dann muss ich mich eincremen, der ganze Kran, dann lohnt sich es irgendwie nicht so richtig. Aber eigentlich ist es ja auch geil. Also ich bin auf der Kurz- und auf der Langstrecke bin ich, glaube ich, noch ausbaufähig. Ja, na ich ja auch in der Praxis. Also, aber im Kopf, du würdest nee, gern. Ich bin jedes Mal getriggert. Jedes Mal seit 20 Jahren oder so oder seit noch länger, wenn ich von diesem Thema höre. Also ich glaube, ich bin, würde ich mal so vorsichtig sagen, über deine 50, 60, da bin ich schon ein bisschen hinaus. Ich bin wieder zurück. Das ist ja, das Interessante. Genau. Nein, das ist ja auch egal. Also ne, es geht ja nicht um die Zahlen, aber es geht um, also nein, ich kann schon auch mal einen ganzen Tag und kann auch wirklich weit fahren und so, aber diese zig hundert Kilometer am Stück, so, ne, in diese Region bin ich noch nicht vorgedrungen. Und es ist bei mir aber auch so. Also ich finde es total faszinierend, aber wie gesagt, für mich, ja. Ja, ich finde es auch faszinierend und vor allen Dingen aber auch dieses, ja, mit diesen Krebs unterwegs und mit diesem quasi, für mich läuft das unter Gottesdienst, wenn ich das höre. Ja? Fahrradgottesdienst. Ja, und nicht dieser, das hat nicht, es gibt so Sachen, die laufen bei mir so unter Sport bekloppt und irgendwas, die machen mich null an. So. Und dort ist aber eine ewige Geschichte dran und die Leute treffen sich alle dort und es hat Patina, ne? Das ist na, es geht nicht um die Patina. Nee, aber ich meine, da ist schon was. Also ich verstehe diesen Mythos, das verstehe ich schon. Und es geht ja auch, guck mal, wir haben mit ihr gesprochen und wir haben in unserem Gespräch, wir haben nicht danach gefragt, Nicole, wie lange hast du eigentlich gebraucht? Ja, weil das einfach auch, weil das dabei nicht interessiert. Du schaffst das in der Zeit. Ich habe noch gelesen, dass bei diesen Brevets ist es halt so, ne? Also da wird nicht so krass gestoppt, glaube ich, mit Transponder und so, sondern es gibt so ein Zeitfenster, in dem du an den Kontrollen ankommen musst. Von dann bis dann, das wird irgendwie nach Schnitt berechnet. Und ich habe vorhin im Fachmagazin Tour noch gelesen, dass eigentlich die schnellsten, die sie ja zu schnell waren, die sind vor dem Zeitfenster weggefahren. Ja, ist schlecht. Und da hat man wohl nochmal irgendwie beide Augen zugedrückt. Mhm. Ja. Nee, aber das ist doch eine tolle Geschichte. Und du hast auch, ne, du bist sofort drauf eingestiegen auf dieses, man sieht dann ältere Menschen und denkt so drüber nach, kriege ich das auch irgendwie so hin? Ja, das ist ja der Gedanke, der dahinter steht. Das hat bei mir resoniert. Ja, ja, und definitiv. Und da treffen wir uns, weil klar. Ne? Ja, Fahrradfahren ist total geil, ohne Frage. Und im Alter Fahrradfahren ist vielleicht sogar noch geiler. Ja, also mit diesem Satz hast du dich mitten ins Zentrum eines Fahrradpodcasts jetzt gebeamt, dass du bist qualifiziert. Ja. Ja, bin ich ja froh, obwohl genau. Ich nicht Bock habe, 1200 Kilometer am Stück zu fahren. Nein, aber du hast Bock, viele Antrittsausgaben zu machen. Und zwar auch, wenn ich nicht da bin. Ja, auch am Stück, seit Jahren. Da habe ich Bock drauf, das finde ich ja, gut. Ja, aber dazwischen kann ich halt schlafen, ohne Wecker. Ja, und ich wollte noch sagen, dass das wirklich ist sehr angenehm gewesen, sich das anzuhören. Also, ja, du musstest ja auch nichts machen. Genau. Ja, nein, ich will es ja auch nicht. Warum war's angenehm? Es ist spannend, wenn man nicht weiß, was kommt. Es sind tolle Gespräche, es gibt tolle Zitate, so, also es gibt, glaube ich, dieses reine als
ne, wie das irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch haben, so die sagen, eine neue Antrittfolge, da höre ich mal rein. Es gibt natürlich auch das, wo ich einfach lachen muss. Es gibt so eine bestimmte Christian Bollert-Fragetechnik. Ja, genau. Ja, da fährt so ein 51-Jähriger, der fährt hier gleich mehrmals auf Mount Everest hoch und dann kann, und das macht, das ist Christian Bollerts Signature Move. Du bist 51, so also jugendlicher Leichtsinn kann es ja nicht mehr sein oder so. Das ist ja gut. Ja, hat er, finde ich, gut beantwortet, die Frage. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ach, also viele tolle Sachen und toll, wie viele Leute dann auch hier irgendwie Bock haben. Ich nehme an, du musstest die nicht alle dazu irgendwie. Nee, ich musste niemanden zwingen. Also ganz im Gegenteil. Ich fand es auch wirklich sehr schön, weil wir mit ganz verschiedenen Leuten aus der Redaktion gesprochen haben. Und tolle Gespräche, tolle Musik. Caro, Alea, Ellen, Lars. Schöne schöne Momente. Ricarda Bauernfein fand ich toll. Ich fand sowieso, das wollte ich noch sagen. Das fand ich auch super. Also ich habe in diesem Jahr das erste Mal die Tour de France Femme so verfolgt, also gibt's ja auch noch nicht so lange, so verfolgt, wie ich das auch mit der Tour de France der Herren mache. Und ich habe mich sehr gefreut. Also es war, ich fand es super spannend. Es war richtig gut und ich habe mich sehr gefreut, dass diese Tourzeit, ja, dieses verlängert. Ja, dieses, okay, ich muss irgendwas arbeiten, aber nebenbei läuft der Livestream, dieses am Wochenende, was mache ich heute? Ja, ich mache die Etappe an, dann schlafe ich ein und ich wache irgendwie immer 15 Kilometer vom Ziel auf oder so. Sehr das gut. Ist so krass. Ja. Das qualifiziert dich wiederum ja auch, Fahrradpodcast zu machen. Ja, und das war, ich finde das sehr gut. Da ist doch Radsport fast wie so ein Podcast. Läufst du nebenbei? Ja, ich finde es auch super smart, das hinten dran zu packen. Also ich glaube wirklich, dass es gut ist, weil man ist dann schon in so einer Tourstimmung. Und also Ricarda Bauernfeind, super Gespräch, toll, dass ihr das machen konntet. Der Reifen ist dein Freund. Ja, also ist auch echt, ja. Ich habe, das hat zu meinem Sommer gepasst, habe ich dann gemerkt. Ach. Ja. Weil? Weil ich in diesem Jahr, ohne dass ich mir das vorgenommen hätte, es ist einfach so passiert. Ich habe, ich glaube, ich habe meine Kurventechnik deutlich verbessert. Das ist doch eine schöne Bilanz jetzt schon. Ja, also das ist schon, ich weiß, also dann wirklich so überlegen und sich auch bei anderen das anhören und angucken und so, ich habe mir natürlich mich nur an den Besten orientiert und es funktioniert, ja. Also so nochmal Gewichtsverteilung bewusst machen, wie gehe ich da rein, wo ist mein Scheitelpunkt, dies, das. Und also ich habe, ich weiß nicht, ob ich Kurven schon mal so genossen habe wie in diesem Sommer. Und da musste ich dann lachen, als Mike Kluge das so sagte und das auch bei Alea und dir ja so. Ja. Genau. Ja, ist ein guter Satz. Ist ähnlich so wie, ihr kauft einen Rollator, ich kaufe ein Rad. Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir auch schon mal ein bisschen voraus. Wir haben es ja schon angeteased, dass wir mit Christiane auch über natürlich den Rückruf von Shimano sprechen natürlich, wollen. Natürlich, mit Christiane, die aber so, ich habe wirklich... Darf ich das hier so sagen? Also das will nicht gönnerhaft klingen. Ja. Ich will auch nicht Eigenlob machen, weil ich war nicht dabei. Ja. Aber diese Geräuschefolge, das ist einfach... Ja, du hast ja keinen Anteil daran, deswegen darfst du das ruhig an dieser Stelle hier sagen. Ich habe auch schon behind the scenes mit Christiane gesprochen und sie hat mir gesagt, wie oft in ihrem Leben sie sowas noch machen wird. Ja, wir werden mal sehen. Ja. Nein, aber es war, ich fand es schön zuzuhören. So, ja, jetzt will ich sehr, nicht. Ich fand es auch sehr audiophon, obwohl ich dran beteiligt war. Ja, aber jedenfalls in der nächsten Folge wollen wir natürlich mit Christiane reden über den großen Rückruf bei Shimano und natürlich auch wieder über neue Fragen zu Mein Fahrrad ist krank. Und die nächste Ausgabe, die wird es geben für alle Menschen, die uns direkt mit Geld unterstützen, bei Steady oder bei Apple Podcast am 13. Oktober. Und für alle anderen gibt es die Folge dann am 20. Oktober auf allen Plattformen frei verfügbar. Bis dahin erreiche uns unter antritt@detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook oder bei Mastodon bei Herrn Bollert. Ja, oder? Da bist du doch noch. Ja, klar. Und ich finde es immer besser. Und ja, wenn das andere immer schlechter wird. Ja, naja. Ja. Und ich sage auch, ich gehe an der Stelle nochmal weiter und sage, Mastodon ist wirklich super. Blue Sky muss man jetzt auch nicht noch ausprobieren. Aber das ist natürlich jetzt eine persönliche Wertung, weil die letzten Tage mit diesen Invite-Codes und so geht mir ein bisschen auf den Senkel, muss ich ehrlicherweise sagen. Erinnert mich so ein bisschen an Clubhouse, wo es auch so künstliche Verknappungen gab und so. Und jetzt darfst du schon mit dabei sein und so. Ich bleibe und werde es auch noch die nächsten Monate sein, großer Mastodon-Freund. Das ist super. Das ist super. Ich habe jetzt noch zwei Aufgaben hier. Erstmal muss ich grüßen. Ich grüße Erdmännchen, Chinchillas, Mufflons, Phönixe. Ich wünsche euch gute Fahrt.
weiterhin. Hast du eine Dauerkarte im Zoo gekauft? Was? Natürlich. Ja. Nee. Ich war tatsächlich im Zoo die Tage, aber ja. Mhm. Im Leipziger Zoo? Im Leipziger Zoo und war aber auch bei den Erdmännchen. Ah ja. Sind dort auch immer ein Highlight für mich persönlich. Ah ja. Mhm. Gehst du wegen denen in den Zoo? Nee, ich gehe wegen meiner Schwester und meinem Neffen in den Zoo. Ja, ich wollte gerade die Vermutung gehabt, so da sind doch junge Menschen involviert. Ja. Ah, okay. Wie alt ist dein Neffe? 6. Ah ja, und der ist, der hat Bock auf Zoo, oder? Der findet Zoo richtig gut. Und was sind seine Lieblingstiere? Erdmännchen findet er auch super. Okay, da trefft ihr euch. Das ist eine Schnittmenge, die wir haben. Ja. Giraffen findet er richtig gut auch. Ja, ja, beides so lange Tiere. Ja, also so aufrechte Tiere. Den Löwen hätte er auch gern gesehen, hat er aber nicht. Ja, hm, ja. War gerade nicht. Der Löwe ist vielleicht zu klein, weißt du? Die Giraffen und die Erdmännchen, die können über den Zaun drüber gucken. Ja. Der Löwe ist halt... Ist halt ein Löwe, ne? Viel Kraft, zu kurzer Hals, Pech gehabt. Mhm. Genau. So. Es ist Zeit für einen Song. Ich konnte mich noch nicht entscheiden, Christian. Ich konnte mich einfach noch nicht entscheiden. Aber jetzt musst du dich entscheiden. Genau. Ich werde einen Song spielen, den ich in diesem Sommer viel gehört habe auf dem Fahrrad. Ich habe mich nur noch nicht entschieden, welchen. Ach so, du kannst es jetzt auch noch nicht sagen, sondern du wirst sozusagen auch für mich das als kleinen... Für uns alle. Als kleine Überraschung. Auch für dich wahrscheinlich. Auch für mich. Ja. Noch niemand weiß das. Finde ich eine gute Idee. Ja. Das heißt, in der französischen Hitze... Oder nicht nur in der Hitze. Auch bei dem... Beim Kurvenfahren. Beim Kurvenfahren. Ah, vielleicht... Ich hab vom Jura eine neue Abfahrt runtergewählt. Ich habe so neu so die eine die das war schon auch so eine die habe ich sehr gemocht, weil so ein langes Tal über 40 Kilometer geht da nicht die ganze Zeit steil runter, ne, aber das läuft wahnsinnig dann, gut so und dann habe ich diesmal gedacht, nee, da bist du jetzt schon ein paar Mal runtergefahren, dann machst du jetzt neu und ich wurde aber sowas von belohnt. Und dann genau solche Straßen, also es wird irgendeins der Lieder laufen, die ich dann bei da irgendwie auf Abfahrten im Ohr hatte. Ich suche es noch raus. Ich war gerade überfordert. Also neu hier für mich. Vollkommen, vollkommen okay. Ich finde es sehr schön, dass du wieder da bist. Wir hören uns wieder am 13. oder 20. Oktober, je nachdem, wie ihr uns verfolgt. Und ja, freue mich schon auf die nächsten Sachen und auf Christiane und alles, was da noch so kommt in den nächsten Wochen und Monaten. Ich mache das auch. Und ich sage danke fürs Zuhören und viel Spaß. Gute Fahrt. Ciao. Tschüss.